Meinst du echt, das klappt jetzt mit Ikiline? Also die ist ja echt total eifersüchtig gewesen letztes Mal. Ja, Iki, du musst das jetzt weitermachen mit dem neuen Mädchen. Du musst dich mit ihr treffen und weiter, bis sie komplett eifersüchtig wird. Meinst du echt? Aber ich kann doch nicht so krass eifersüchtig machen. Ist doch gemein, oder? Ja, aber guck mal, was sie dir angetan hat, Iki. Du kannst das doch nicht auf dich rumsitzen lassen. Pass auf. Ruf du mal das neue Mädchen an, ich treffe mich einfach mit der und ich versuche einfach Ikiline komplett auszublenden, ja? Jetzt muss ich noch das Date hier machen, eieieiei. Komm schon, ruf an, du schaffst das, Dandy. Los! Du. Hallo? Okay, tschüss. Was hat sie gesagt? Und? Was hat sie gesagt? Das wird nix. Nein! Ich bleib stehen, ich mach den Spaß. Was? Ja, wir treffen uns, natürlich. Wer wir? Also du dabei, oder? Nein, ich bin nicht dabei. Oh, wie das mit ihr? Ah, mit dem neuen Mädchen? Echt? Mhm. Oh, super, ich treffe mich mit dem neuen Mädchen. Oh, und hey, Freunde. Freut mich wirklich mega, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Vergesst aber nicht jetzt schon mal, den Kanal zu abonnieren und trotzdem auf die Glocke zu drücken, damit du ein Teil der Iki Army wirst, der coolsten Army auf ganz YouTube. Und Leute, es würde mich auch freuen, wenn du dem Video ein Like gibst, also einen Daumen nach oben. Und schreib ein liebes Kommentar, dann kann ich dich hier genauso einblenden wie die anderen coolen Kommentare. So, ich habe heute ein Date mit dem neuen Mädchen. Wir haben gestern nämlich im Video ein neues Mädchen mit bunten, coolen Haaren gesehen, nicht wahr, Dandy? Ja. Und jetzt habe ich ein Date mit der. Was soll ich machen? Warte mal, ich habe eine Idee. Sollen wir Blumen kaufen gehen? Eieiei, Iki, du bist ja sowas von 2018. Aber wenn du meinst, dass das klappt, dann lass uns halt Blumen kaufen. Glaub mir. Vergiss nicht, wer gerade das Date für dich klar gemacht hat. Mädchen? Ja, du, aber du, guck mal, Mädchen mögen Blumen. Wir Jungs ticken da halt ein bisschen anders. Ja, aber es gibt halt auch Mädchen, die sind extravagant. Hast vergessen, sie hat buntes Haar. Die ist nicht so wie alle Mädchen. Warte mal. Wenn sie buntes Haar hat, dann mag sie vielleicht auch bunte Blumen. Ich kaufe einfach ganz viele Blumen in verschiedenen Farben. So, zack. Hallöchen. Einmal alle Blumen in bunten. So, einmal Rosen. Dann die, das und weiß. Boah, ich habe jetzt so viel Gold ausgegeben. Moment mal. Du weißt schon, woher das Gold her ist, ne? Du kleiner Dieb, du. Aber warte egal. Warte mal. Hier, die Blume ist blau, die brauche ich auch. Oh, ich hab die jetzt, glaube ich, schnell. Gib her. Hier, wir müssen weg. Die ist geklaut. Naja, ich bezahle die mal. Warte, ich bezahle die. Ich will nicht ins Gefängnis. Halt. So, ein Diamant noch, weil ich habe hier die blaue Blume genommen. So, okay, komm, wir gehen. Okay, warte. Ich bin irgendwie bin ich total nervös. Warum bist du denn... Oh, jetzt bist du wieder in deinem Schüchtern-Modus und komplett nervös. Natürlich, stell dir vor, du hättest einfach ein Date. Du bist eine Schildkröte, du kannst das nicht verstehen. Warte mal. Augefühl. Da ist sie. Lauf weg. Oh Gott. Das siehst du? Das ist krass. Die stand da jetzt einfach. Warte. Soll ich alleine gehen oder kommst du mit? Ich weiß nicht. Geh du alleine. Du musst das jetzt regeln, nicht ich. Oh Gott, ich trau mich nicht. Na gut. Okay, Leute. Puh, okay, wir haben jetzt ein Date. Wir gehen jetzt zu dem Mädchen und pass auf, ich hab eine super Idee, wie ich sie überrasche. Okay, Dandy. Bis später, ja? Ja, viel Glück. Danke. La, 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 la. Hallöchen. Hallo. Schau mal, was ich für dich da... Warte, komm mal her. Ich zeig dir, was ich für dich hier mitgebracht habe. Guck mal, du hast ja so schöne bunte Haare. Deswegen habe ich für dich ganz viele bunte Blumen gekauft. Cool, oder? Gefällt dir das? Super. Alter, Leute, das gefällt ihr. Hast du Lust, wieder in den Kuchenladen zu gehen? Nein? Okay, dann komm mit, wir gehen mal da vorne hin. Ich zeig dir etwas anderes Cooles. Oder warte, sollen wir... Hast du Lust auf einen coolen Kinofilm? Ja? Okay, komm mit. Da vorne ist nämlich das Kino. Wir gehen da jetzt hin und wir schauen mal, was für ein Film läuft, ja? Oh, Leute, ich habe jetzt ein Date im Kino. Oh Gott. Okay, hier ist das Kino in der Stadt. Und wir gehen da jetzt mal rein und schauen mal, was für Filme laufen. So...
Welchen Film willst du gucken? Willst du den hier schauen? Der heißt Back to the Future. Oder willst du den hier mit einem Hai gucken? Das ist ein Haifischfilm. E.T. willst du gucken? Okay. Dann hole ich uns mal kurz zwei Karten. So. Hallöchen. Zwei Karten einmal. So. Zack. Einmal für dich und für mich. Ich habe die sogar bezahlt. So. Möchtest du hier noch was essen holen? Komm her. Ich hole uns da noch mal was. So. Wir holen uns einmal Popcorn und ein Cookie. So. Und für dich Nachos und ein Oreo. So. Bitteschön. So, komm mit, wir gehen jetzt hier in den Film rein. Okay, der müsste jetzt auch gleich schon laufen. Oh Gott. Wo sollen wir uns hinsetzen? Sollen wir hier nebeneinander sitzen? Komm, lass uns einfach hier nebeneinander sitzen. So. Oh, okay. Oh, Leute, wir sitzen hier nebeneinander. Ist das nicht cool? Gefällt dir der Film? Ist echt cool, ne? So, und gleich wird's richtig spannend. Gleich kommt meine Lieblingsstelle. Hä? Ikiline? Was? Was machst du denn hier? Hä? Du hast auch ein... Du bist auch im Kino? Okay. Was kann ich für dich tun? Ah! Du willst dich hier hinsetzen? Na gut. Komisch. Okay, Leute. Ich weiß nicht, was hier gerade abgeht. Ikiline ist gerade einfach gekommen und die hat sich hier einfach in die Mitte gesetzt. Hey! Was ist hier los? Hey, nein! Aufhören! Nein, kein Zickenkrieg! Oh Gott, Leute! Was passiert hier? Da streiten sich zwei Mädchen! Wegen mir! Oh Gott, das kann doch nicht wahr sein! Okay, passt auf! Der Film ist ja eh gleich vorbei, pass auf! Komm du einfach mit mir mit, okay? Komm mit! Wir gehen woanders hin! Ikiline, bleib du am besten hier! Komm mit, wir gehen hier weg! Nee, das war ganz verrückt! Nee, so ein Zickenkrieg, das kann ich mir nicht mit ansehen. Komm jetzt. Wir gehen jetzt am besten in den Kuchenladen. Ikiline wird da bestimmt nicht auftauchen. Die ist jetzt hier im Film, die schaut sich jetzt den Film an. Wir gehen woanders hin, ja? So. Oh Gott, Leute. Ikiline ist einfach gekommen und hat Terror gemacht. Das kann doch nicht wahr sein. Okay, pass auf. Ich kaufe uns jetzt eine richtig coole Regenbogentorte. Wie findest du das? Super, ne? Komm mit. So. Zack. Hallöchen, liebe Kuchenladenfrau. So, einmal bitte. Oh, Pumpkin Cheesecake. Alter, hier den Kuchen, der sieht auch cool aus. Und den hier. Komm mit, wir setzen uns oben hin. So. Was? Wie? Okay, wir ignorieren sie einfach. Ich habe jetzt schon die Kuchen gekauft. Du bist uns gefolgt. Egal, wir setzen uns hier hin. Wir befolgen einfach Dandys Ratschlag. So, ich habe hier nämlich zwei coole Kuchen für uns. Schau mal. Und zwar den hier für dich. Den. Hey! Was tust du? Ikiline? Hey, aber sie weiß, ich habe noch einen Kuchen. Oh Gott, was passiert hier? Stopp! Moment mal! Warum? Was ist denn los? Du hast Schluss gemacht. Und jetzt habe ich hier eine neue Freundin kennengelernt. Wieso? Wie nein? Doch, alle waren dabei. Lix und Dandy haben's gesehen. Du hast mir einen Brief geschrieben. Und du hast dich mit dem Anders getroffen, Ikiline. Jetzt hast du den Salat. Jetzt treffe ich mich mit dem Anders. Komm her, wir essen jetzt zusammen hier diesen Kuchen. Komm. So, wir essen. Hey. Okay. Hey. Oh nein. Stopp, es reicht. Auseinander. Ihr müsst aufhören. Das kann doch nicht wahr sein. Ihr müsst euch vertragen. Das kann doch so nicht weitergehen. Ikiline? Hör auf! Ey! Ikiline? Was? Was ist das? Hast du etwa ein Messer? Oh Gott. Komm mit, wir hauen hier schnell ab. Komm, das kann... Die ist verrückt. Oh. Die hat ein Messer gezogen. Lauf weg! Ikiline ist ja total eifersüchtig. Oh, schnell, mach die Tür zu. Ikiline kommt. Komm mit, wir laufen schnell ins Rathaus. Da ist die Polizei. Lalala, wir gehen ins Rathaus, wir haben einen Termin hier. Oh Gott. Komm mit, ich habe eine Idee. Ich rufe ganz kurz Dandy an, Moment mal. Setzt du dich hier am besten bei der Polizei hin, da bist du in Sicherheit. Oh Gott. Ist Ikiline noch da? Oh Gott, Leute, jetzt wird's aber total brenzlig. Ikiline ist nicht nur eifersüchtig, die ist total verrückt geworden. Die hat sogar ein Schwert gezogen und wollte uns angreifen.
Oh Gott, was soll ich jetzt tun, Leute? Ich mag ja das neue Mädchen, aber ich mag auch Ekeline. Ah, was soll ich machen? Okay, wenn ich keine Ahnung habe, was mache ich dann? Genau, ich frage Dandy. Ich gehe mal ganz kurz hier raus und rufe Dandy an. So. Okay, Ekeline ist weg, super. Da ist ein Telefon. Ich rufe ganz schnell Dandy an. So, Dandy. So, der muss jetzt rangehen. Komm schon. Hallo? Hey, Dandy! Du glaubst niemals, was passiert ist! Ich hab Ekeline gerade an mir vorbeigehen sehen. Was ist passiert? Alter! Die ist mit dem Messer umgerannt. Ja, die ist komplett durchgedreht! Die hat uns gesehen und die verfolgt uns die ganze Zeit! Die ist komplett eifersüchtig! Wo seid ihr? Sagt mir, wo ihr seid! Im Rathaus! Komm schnell! Okay, ich komme! Okay. Dandy, wo bist du? Beeil dich! Dandy, da bist du ja! Alter! Du glaubst niemals, was passiert ist. Ekeline ist komplett durchgeknallt. Kann ich mir schon denken, die rennt da rum mit... Ach, egal. Die ist auf jeden Fall weit weg. Alter, aber das neue Mädchen gefällt mir echt. Ja, die ist anscheinend echt vernünftig. Also Ekeline hat echt ein Rad ab. Ja, und die hat auch so schöne bunte Haare und die sieht so süß aus und die mag Einhörner. Ich finde das total süß. Oh, sorry. Was soll ich denn jetzt machen, Leute? Ich habe keine Ahnung. Oh, und Freunde, wenn ihr eine Idee habt, was ich jetzt machen kann, dann schreibt es mal gerne in die Kommentare. Gebt auf jeden Fall dem Video ein Like, damit ihr ein Teil der Ikki-Army werdet. Abonniert den Kanal und drückt rechts oben auf die Glocke, damit ihr das Video morgen nicht verpasst. Es wird nämlich noch super duper spannend. Alter, ist das verrückt. Und schaut unbedingt bei Dandy vorbei, meinem besten Kumpel. Und bis zum nächsten Video. Tschüssi!